krass, das war krass, das war krass. Mahlzeit, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unravel. Ja, wir spielen die 6. Folge und wir versuchen mal zum Level zu gelangen. Es ist mittlerweile dunkel. Wir haben immer noch Mittwoch. Ich muss immer noch gleich zum Friseur und ich bin immer noch richtig crazy excited, weil es ein neuer Friseur ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da ein bisschen penibel bin. Egal. So, wir haben hier das letzte Mal Entgleis gespielt und diesmal spielen wir unten im Loch. Ich bin begeistert. Wir werden wahrscheinlich in irgendeiner Höhle sein oder so. Wow, das sieht cool aus. Falls jemand das Spiel noch nicht kennt, wir spielen hier Unravel und zwar müssen wir hier in der Form eines roten kleinen Fadens, der sich durch die Geschichte zieht, eine, ja, Story spielen, Erinnerungen wieder fangen. Wieder gelangen und was zur Hölle? Hallo Spini, hallo Rabe. Ist das ein Rabe oder war das ein Krähe? So, wir können hier Geheimnisse einsammeln, wir können Secrets suchen, sodass wir Gegenstände bekommen. Oh nein, er ist gefallen. Oh, krass. Guck mal, wie er guckt. Er macht seine Augen so komisch nach oben. Er hat Schiss. Oh nein, ihm ist kalt. What? The fuck? Das ist ungewöhnlich. Es regnet. Vielleicht sollten wir lieber in ein Loch gehen. Oh nein. Da oben ist das nächste Garn. Schnell hol's dir. Kann ich hier hochlaufen? Oder muss ich hier rechts weitergehen? Manchmal ist es echt simpel. Ja gut. Es scheint so, als ob ich hier einfach nur rechts weitergehen müsste. Oh, und da ist die erste Erinnerung. Was ist das? Ein Nummernschild? Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Nee, 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 nee. Kann ich jetzt graben von hier? Nee. Ich muss anscheinend irgendwas da drüben. Ah! Kann ich das schieben? Ja. Na also. Geht doch. Und jetzt kann ich oben drauf. Mach's mal bitte fest. Schwingen. Wie freundlich ich zu dem Fadenviech bin, ne? Ich sag bitte und so. So, festmachen. So, springen. Ui. Das ist es nicht. Okay, ich habe gar keinen Faden mehr. Wie er da hängt, ey. Ist ja crazy. Ja, pass auf. Dann machen wir mal lose. Und mach hier auch mal lose. Wir legen es einfach mal hier drauf, so, alles klar. Und dann schwingen wir mal hier dran, so, alles klar. Und dann machen wir das mal hier fest, so, alles klar. Und wenn ich das von hier jetzt nämlich festmache, dann müsste der letzte Meter, glaube ich, noch reichen, ey. Also bitte nicht enttäuschen, wenn es jetzt nicht so ist. Oh, yo, meine Fresse. Das war close. Und jetzt kann ich rein. Wow. Heftig. Und da ist schon das nächste Garn. Ich bin gespannt, warum es unten im Loch heißt. Weil wir sind noch gar nicht in irgendeinem Loch. Was geht hier ab? Ist das da fest im Boden? Wow. Hab mich. Kitzelt mein... Zweites Gerät hier. So. Da sind
sind wir durch. Und wir können nicht weiter. Aha. Da oben hin. Oder da oben hin. Und da ist ein Garn. Geil. Das ging schnell. Gibt es hier irgendwo Secrets? Ich sehe nichts. So. Die nächste Erinnerung. Was ist das denn? Sind das so ABC-Schutzanzüge? Krass. Was ist hier denn passiert, ey? Böse. Und was ist das hier für ein Gegenstand? Ist das auch irgendwie eine Giftflasche oder sowas? Egal, wir nehmen sie einfach mit, schieben sie rüber. Und dann pow. Können wir hier hoch? I see what you did there. Okay, ich kann erst an das Garn. Oh, shit. Das war ja krass. Da hättest du mich noch fast erwischt. Oh, was ist hier denn los? Giftmüll. Ah, ja. Oh, nein. Da hinten rechts ist doch noch ein Haken. Okay, ich kann also nicht durch den Giftmüll. Doch, ich kann durch den Giftmüll. Ich kann nicht in den Giftmüll. Krass. So. Nee, schwing mal ruhig. So. Und da unten ist ein Geheimnis. Oh, das möchte ich gerne mitnehmen. Mach mal so. Mach mal so. Kann ich da ran? Nee. Lol, wie soll ich denn da rankommen? How to get there? Irgendwie so. Naja gut, vielleicht. Ah ja, okay, gut. Gut. So, diese giftige, komische Benzinflasche hier weg. Und wir hätten das erste Geheimnis. Nice. 1 von 5. 5 in jeder Runde. In jedem Level. Ich bin mir sicher, dass ich die Flasche auch noch brauche. Naja, jetzt auf jeden Fall, um da wieder hochzukommen. Hab ich's doch gewusst. So, und was haben wir hier? So, festmachen, denke ich mal. Nochmal festmachen. Und dann können wir da hochspringen. Da oben ist das nächste Garn. Und da oben... Wow, alles klar. Also es wird auch langsam knapp hier mit diesen Aktionen, die der kleine Kollege immer reißt. Okay, ich muss den Nagel lösen. Dann fällt die Platte runter. Na gut, ich gucke es mir mal an. Bin hier allerdings noch nicht fertig. Ich muss hier erstmal hinschwingen. Nee. Hinschwingen auf 3. 3. Hier unten ist ja nichts. Doch. Aha, okay. Das kann ich festmachen. Das kann ich festmachen. Dann kann ich da also wieder hochspringen. Okay, die Bottle. Nehme ich mal mit. Und checke noch ab, ob da irgendwas drin ist. Ist da irgendwas drin? Nein. Hätte aber sein können, ne? Ihr wisst, was ich meine. Alter Spalter! Muss ich das da jetzt schon festmachen? Ich bin mir nicht sicher. Mach das mal dahin. Nicht mehr. So, und mach das mal dahin. Ja, jetzt kann ich springen. Okay.
machen? Soll ich einen. Soll ich rausjarnen? Soll ich. Also ich meine, ich finde es ganz cool gerade so. Ich könnte mich jetzt da hinten hinschwingen. Yo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, dann gehe ich mal hoch. Ich glaube, ich mache das wieder lose. Dann habe ich auf jeden Fall mehr Garn. Nicht wahr? Wow. Das war klar. So, schwing. Da oben ist noch ein Geheimnis. Das ist ein nices. Würde ich gerne haben. Hallo? Muss ich mich da hochschwingen? Oh, seriously? Links und rechts und ich bin zu niedrig. So, das wird was. Und ist nicht, ne? Nein. Ach komm schon. Oder gibt's hier hinten irgendwas, damit ich da dran komme? Nee, ne? Oh, ich würde es gern haben. Wie kann ich das getten, Alter? Kann ich mich da hochbimmeln? Okay. Da ist ein Stock angespült worden. Ah. So, jetzt nehme ich den wieder mit und dann schub ich den da wieder rein und dann ist alles okay. Okay. Ist das alles in Ordnung? Das könnte klappen, oder? Was ist hier los? Ja, rein. Alles klar. Alles klar. Es scheint gefährlich zu sein hier. Okay, das war jetzt nicht so gefährlich. Okay, okay. Nicht, dass das gleich alles noch runterkommt. Da ist noch Faden. Oh, habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Das habe ich gesagt, es kommt alles runter. Wow, 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 wow. Was? Oh nein. Diesmal habe ich mich nicht erschrocken. So, lauf, 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 hoch und los. Ja, rüber. Das war krass, das war krass, das war krass. Warum? Ach, jetzt hab ich's. So, nicht wahr? Kannst du da schon rüber gehen? Boah, jetzt kommt der Stein. Alter. Hat der mich eben platt gemacht, ey. Oh, mein Knie. Krass. Bitte? So, ja. Eingesammelt. Wie krass das gerade war mit dem Stein, ey. Das kann ich bestimmt ziehen, ne? Ah, oh, echt witzig. Festmachen. Festmachen. Jump around. Einstecken. So, jetzt hat das Ganze wieder Strom, oder was? Okay. Oh, jetzt ist da natürlich Strom. Kann ich den ausmachen? Nee, ich kann den hochfahren lassen. Okay. Okay. Oh, das ist echt mies, glaube ich.
Nee, das geht doch nicht. Bis wohin geht denn der? Okay, wenn das Fass das andere Fass nach oben überschneidet. Okay, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Kann ich das Ding schieben? Nein. Zurück. Zurück. Kann ich hier nochmal längs? Ja, kann ich. Möchte ich aber, glaube ich, nicht. Kann ich das wieder schieben? Vielleicht muss ich es... Ich muss... Jetzt habe ich es. Ich muss das Teil wahrscheinlich erst da festmachen. Nicht wahr? Damit ich mich da wieder hinhangeln kann. Das Teil... Moment mal gerade. So. Und so. Jetzt ist da noch kein Strom dran, oder? Oder ist da schon Strom dran? Nee. Jetzt schiebe ich das Teil hier hin. Und jetzt hangel ich mich da hoch. Dann springe ich da uff. Dann schiebe ich das da rein. Und dann sollte das fein sein. Brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. So. Jetzt kann ich das Teil hier nämlich draufziehen. Läuft. Und jetzt gehe ich hoch. Ja. Boah, was geht, ey. Voll knifflig gerade mit diesem Ding. So. Das Level ist auf jeden Fall nicht schlecht, ey. Voll so endzeitmäßig. Der Faden kommt seinem Ende entgegen. Da unten ist eine Erinnerung. Ein Geheimnis. Hier ist eine Erinnerung. Sieht aus wie ein Feuerwehrmann. Das Teil ziehe ich weg. Wahrscheinlich werde ich es gleich brauchen. Ist auch ein Feuerwehrmann-Helm oder so. Zack, das ist das zweite Geheimnis. Werde ich den Helm mitnehmen müssen. Ja. Hier festmachen, da festmachen. So. Nehme ich den mal mit. Oh, hier muss ich das gleiche nochmal machen. Gehe ich mal von aus, ne? Oh, vielleicht. Vielleicht klappt es. Jo. Sonst hätte ich das nochmal von unten nach oben schieben müssen. Ja, jetzt hätten wir hier einen Helm. Immer runter. Okay. Dafür habe ich den gebraucht. Ja, nice. Warum nicht? Warum nicht? Das erste Garn wieder in diesem Abteil. Krasser Bagger. Da oben müssen wir mal nicht dran. Kann ich das Ding ziehen? Jo. Dann werde ich mir da ein Trampolin reinbauen. Und das Ganze hier unten hinstellen. Moment, ich ziehe es erstmal. Stelle es da schon mal hin und dann gucke ich mal, ob es hier hinten vorne... Ob es hier hinten noch vorne gibt. Alles klar. Gibt es nicht. Okay, dann mach mal Fiest. Nochmal Fiest machen. Schieben, ne? Schieben geht nicht mehr. Und hepp. So, schon wären wir im Bagger drin. Ja, doch nicht. Wir müssen drüber. Da ist das Garn. Aber da unten ist doch ein Schalter. Okay, das heißt... Muss ich die Platte hier irgendwie aufmachen? Nee, ne? Na, ich glaube, für einen kleinen roten Faden wäre das auch ein bisschen zu schwer. Obviously muss ich hier rein. Schwingen. Und hip. Ey, komm schon, Alter. Ah, Alter. Okay.
So, jetzt kann ich ihn ziehen. Und das Teil macht das Viech kaputt, okay. Heftig. Hm, wenn ich ihn jetzt wieder lose mache, schlappt er nach hinten? Nein, alles klar. Den nehme ich mir das Stück Seil wieder mit. Oder Faden. Whatever. Da war der Garnaufschub dran. So, und jetzt kann ich mir das Teil ziehen, oder was? Moment. Ey, aber jetzt eigentlich... praktischer, das so zu machen? Ich meine... mach mal lose. Ich glaube schon, ne? Nee. Wasted Faden ist das jetzt. Ah ja, gut, okay. Dann soll ich also nochmal über den Bagger gehen. Festmachen bitte. Nochmal festmachen bitte. Jump around. So, nun. Ja, naja, einfach nur über die Schaufel. Toll. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Nichts. Oh, da vorne ist das Level zu Ende. Cool. Das war auf jeden Fall auch nicht leicht. Also, war schon geil knifflig. Und eine Spinne ist es, ja. Für diese Gegend auf jeden Fall nicht schlecht geeignet. Hey. Von wegen. Der wollte uns das Spinnenteil klauen. Ich meine, der hat es uns geklaut. Ist das Level doch nicht zu Ende? Oh. Schade. Aber immerhin haben wir 3 von 5 Geheimnissen. Ja. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge, wie viel ist genug, uns die kleine Spinne wiederholen können. Das war's erstmal an dieser Stelle. Bewertet gerne den Part, lasst mir ein paar Kommis da. Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.